Hallo Tierfreunde! Ja, ich hätte jetzt eine kleine spontane Idee gehabt und wollte jetzt mal ein Video dazu machen, um einfach mal eure Meinung dazu einzuholen. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen. Ich würde gerne einen Kochvideo-Wettbewerb machen. Ja, Mina ist auch dabei. Also sozusagen ein Rezepte-Wettbewerb mit Kochvideos. Und ja, ich wollte euch mal sagen, was ich mir jetzt schon so für Gedanken dazu gemacht habe. Habe ich mir mal schnell aufgeschrieben. Ja, und wenn ihr noch Ideen dazu habt, was ich vielleicht anders machen könnte oder ja, was ich überhaupt noch beachten sollte dabei, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und zwar hatte ich mir das so gedacht, dass ihr die Videos macht, also bei euch zu Hause dreht, dann ja auch selber schneidet und mir dann die fertigen Videos zuschickt. Und ich lade sie dann sozusagen auf meinem Kanal hoch. Tete. Ja. Ja, ist mal ein bisschen Holz. Das ist bestimmt gesund. Wo war ich? Ah, genau. Also ich lade sie hoch. Und dann kann dafür sozusagen gewotet werden. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis er schläft. Ach, ist egal. Ja, auf jeden Fall, also ich lade sie hoch, dann kann dafür gewotet werden und für jedes Video ist sozusagen eine Woche Zeit. Also sozusagen das erste Video werde ich am Montag hochladen, um 12 Uhr sagen wir mal, oder auch wieder andere Uhrzeit, ist eigentlich völlig egal. Und dann wird das Voting bis zum nächsten Montag bis 12 Uhr gehen, dann, also dann bleibt das Video immer noch online, allerdings ja, zählen dann die Stimmen nicht mehr. Und das zweite Video dann am Dienstag. Bis zum Dienstag und so weiter. Ja, und gewotet wird sozusagen auf YouTube mit den Daumen hoch. Also sozusagen, die werden gezählt. Um das allerdings fair zu gestalten, weil, also ich vermute jetzt einfach mal auch, dass einige, vielleicht ein paar YouTuber da mitmachen werden, wenn sie denn Lust haben. Und ja, die können natürlich auch dafür dann Stimmen sammeln gehen. Und es wäre ja irgendwie unfair, wenn jemand eine größere Reichweite hat, dass er dann automatisch gewinnt. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das prozentual machen werde. Also erstmal die Daumen hoch zählen, die Daumen runter werden überhaupt nicht in die Wertung mit eingezogen. Und die Daumen hoch zählen dann prozentual. Zum Beispiel, wenn man jetzt 1000 Klicks hat und 100 Likes, dann ist es sozusagen mehr, als wenn man jetzt 2000 Klicks hat und 150 Likes, als Beispiel mal. Da habe ich einfach gedacht, dass man das vielleicht so fairer gestalten könnte. Ja. Dann dachte ich, die Videos sollten nicht zu lang sein. Ich habe mal bei mir geguckt, wie lang meine Videos meistens so sind. Und mit Ausnahme vom Snickers-Video, was so 19 Minuten geht, sind die meisten so 10 bis höchstens 15 Minuten lang. Deswegen dachte ich, höchstens 15 Minuten. Ja, also wenn mal eins 16 Minuten lang ist, dann kann man da auch ein Auge zudrücken. Ja, was wichtig wäre in den Videos, dass erwähnt wird, dass es für den Rezeptwettbewerb ist. Also, dass jetzt YouTuber nicht einfach irgendeins von ihren fertig gedrehten Videos schon nehmen können und sagen können, hier, das ist mein Video. So, als Preis hatte ich gedacht, gibt es einfach einen Geldpreis, einerseits einen Geldpreis. Ich dachte jetzt so an 100 Euro. weil alles andere wäre auch zu teuer für mich. Und ich habe mir gedacht, es wäre lustig, wenn jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk oder einen kleinen Preis zu mir schickt. Also es kann ein veganer Button sein zum Beispiel oder ein T-Shirt, wobei ein T-Shirt ist doof, weil wenn der gewinnt eine andere Größe hat, dann hat er nichts davon. Also so T-Shirts wären nicht so gut. Oder eine Mütze, wo irgendwie vegan draufsteht. Also ich fände es schön, wenn das irgendwas mit vegan zu tun hat. Oder vielleicht ein kleines Kochbuch oder irgendwas. Ja, das, was zu mir geschickt wird. Und der Gewinner wird dann nachher die 100 Euro gewinnen. Plus halt diese ganzen kleinen Sachen, die ihr mir zugeschickt habt.
Das muss auch nichts Teures sein, es soll einfach was, ja, was Kleines sein. Ja, ich dachte einfach, das wäre dann auch, je mehr Teilnehmer dabei sind, desto mehr gibt es dann auch zu gewinnen im Endeffekt. Ja. Also ich fand es eine gute Idee, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, für den zweiten und dritten Platz bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil, ja, wenn ich schon für den ersten 100 € gebe, ich dachte vielleicht ein T-Shirt. Ja, also es wird langsam teuer, halt meine Idee. Ja, vielleicht ein T-Shirt oder, ja, vielleicht habt ihr ja andere Ideen. Ja, die Reihenfolge der Videos wird ausgelost. Also wenn ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch hier ein Video hochlade, dann, ja, werde ich jetzt auslosen, welche Reihenfolge das ist, um das einfach auch, ja, fair zu gestalten. Ja, das war's, glaube ich, von mir. Wenn ich noch ein paar Ideen habe, schreibe es noch in die Videobeschreibung rein. Und ja, aber ihr müsst jetzt noch keine Videos irgendwie drehen oder abschicken. Also es ist jetzt erstmal nur so eine, ja, wie gesagt, ich wollte mal eure Ideen haben oder eure Anregungen haben, was ich da vielleicht noch anders machen kann oder ob ich es überhaupt mache. Also das wäre mir auch mal ganz wichtig, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr überhaupt daran teilnehmen würdet, wenn ich das wirklich mache. Weil, wenn ihr jetzt alle schreibt, ja, finde ich interessant, aber ich würde nicht mitmachen, weil ich mich nicht traue, vor die Kamera zu stellen oder so, dann, ja, danke schön, die brauche ich aber jetzt gar nicht. Willst du die haben? Soll ich die aufsetzen? So? Wenn ihr jetzt alle keine Lust hättet, daran teilzunehmen, dann, ja, wäre das irgendwie auch gleich ja, sinnlos, da weiterzumachen. Achso, das könnte ich nochmal sagen. Ich habe gerade gesagt, vor die Kamera stellen. Ihr müsst euch übrigens nicht vor die Kamera stellen. Ich glaube, wenn ihr die Videos von Mehr als Rohkost kennt, dann, ja, die steht ja auch nicht vor der Kamera. Die Nicole, die macht das ja alles sozusagen, also sie spricht ja auch nicht, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, sie spricht auch nicht. Sondern sie blendet das einfach alles nur ein. Also sie zeigt sozusagen, was sie kocht, als Foto vorneweg. Dann wird sozusagen die Kamera auf die Arbeitsplatte gezeigt, dann wird das alles geschnibbelt und fertig gemacht. Und dann steht dann so einfach nur als Schriftzug, ihr braucht einen Teelöffel Salz und zwei Esslöffel so und so. Also das könnt ihr auch so machen. Also wie ihr die Videos dreht, ist im Endeffekt egal. Ihr könnt euch auch einfach nur hinstellen mit einer Kameraposition, alles erklären, zeigen ohne eine Aufnahme. Oder ihr macht das so wie ich meine Videos mache, mit vorher was sagen, nachher probieren, in der Mitte halt alles zubereiten und so weiter. Ja, also vielleicht finde ich auch eine ganz andere Möglichkeit, wie ihr so ein Kochvideo machen könnt. Also ja, das würde alles auf jeden Fall in die Bewertung mit einfließen, beziehungsweise ja, die Bewertung, also ihr votet ja dafür, das heißt, wenn euer Video einfach gut ankommt, egal wie ihr es gemacht habt, dann ja, dann gewinnt ihr halt. So, ich laber jetzt schon, glaube ich, ewig lange rum. Wie lange ist das Video jetzt schon? Viel zu lang, glaube ich. Ja, schreibt mal eure Ideen, eure Anregungen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was daraus wird. Tschüss.